Hallo liebe Bücherfreunde, mein Name ist Anni und ich habe heute meine Lesepläne für 2024 für euch, nämlich meine 24 für 2024. Es wird wahrscheinlich eines der letzten Jahre sein, in denen ich wirklich genauso viele Bücher wie die letzten zwei Ziffern der Jahreszahl umfassen vorbereiten werde, weil es einfach jetzt schon absurd ist, weil ich von diesen 24 Büchern durchschnittlich pro Monat zwei lesen muss. Mathe. Und das ist gar nicht mehr so einfach, aber 24 ließ sich sehr, sehr gut in verschiedene Kategorien aufteilen und deswegen gibt es jetzt heute 6x4 Bücher, die ich nächstes Jahr lesen möchte oder lesen muss. Und wahrscheinlich 2025 dann ein allerletztes Mal 5x5 Bücher und dann gehen wir über zu 12 für ein Jahr. Und ich werde andere Wege finden, um mich mit verrückten Leseplänen zu challengen. Ich habe, wie gesagt, 6 Kategorien vorbereitet und die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen, inklusive der Bücher, die ich für diese Kategorien ausgesucht habe. Die erste Kategorie ist Subabbau. Subabbau ist so ein wiederkehrendes Motto in meinen Leseplänen und ich muss tatsächlich sagen, dass ich irrsinnig erfolgreich in den letzten Wochen gewesen bin, meinen Sub abzubauen. Anfang des Jahres 2023 war ich, glaube ich, bei über 60 Büchern und ich kratze im Moment an der 40. Ein kleines bisschen drüber, ein kleines bisschen drunter und mit ein bisschen Glück vor Weihnachten weit unter 40, nach Weihnachten wiederum hoffentlich über 40, weil das bedeuten würde, dass ich reich beschenkt wurde. Aber welche Bücher auf meinem aktuellen Sub möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall lesen? Das erste ist Tagebuch eines Killerbots von Martha Wells. Das liegt schon eine ganze Weile relativ unsichtbar auf meinem Sub, weil ich damit nämlich eigentlich ein Video plane und das gesamte Jahr 2023 nicht dazu gekommen bin, das einzuplanen. Ich habe jetzt aber einen Termin festgelegt, in dem ich unter anderem Tagebuch eines Killerbots lesen möchte. Ihr könntet ja mal raten, was das vielleicht für eine Videoprojektidee ist. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um die ferne Zukunft, in der sich Megakonzerne mithilfe von Robotern alles unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und es gibt Killerbots und einer von diesen wird einem Team von Wissenschaftlern als Security Unit zugeteilt und sie soll diese auf einer gefährlichen Mission beschützen. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt für einen Bot, um ein Bewusstsein zu erlangen und über die eigene Rolle im Universum nachzudenken. Killerbot heißt im Original Murderbot und ist richtig, richtig beliebt. Und hier hat der Heine Verlag, ich glaube, die ersten drei Bücher, die ersten vier Bücher zusammengefasst. Und deswegen ist das Buch auch entsprechend richtig dick. Aber ich freue mich mega drauf. Ich habe nur Gutes über diese Serie gehört. Wenn wir eine Art Klischee-Bingo machen würden, dann gibt es ein Buch, das wahrscheinlich inzwischen draufsteht und das ist Butter. Dieser Roman ist, glaube ich, einer der wirklich ältesten auf meinem Sub. Asako Yuzuki hat ein Buch geschrieben über eine Serienmörderin, die im Gefängnis sitzt und die von einer jungen Journalistin regelmäßig besucht wird, weil die nämlich eine Reportage über diese Serienmörderin schreiben möchte. Und in dieser Reportage geht es dann sehr, sehr viel ums Kochen, weil der Modus operandi dieser Serienmörderin, meine ich, gewesen ist, dass sie ihre Männer mit ihren Kochkünsten verführt hat, um sie dann umzubringen. Und das Buch ist für 2021 oder für 2022, wahrscheinlich für 2022 auf einem Leseplan gewesen. Und jetzt haben wir Ende 2023 und ich habe es immer noch nicht gelesen, aber 2024 ist es soweit. Wahrscheinlich, hoffentlich im Mai, das Asian Readathon, dafür würde es sich besonders gut eignen. Aber egal wie, dieses Buch wird nächstes Jahr gelesen. Ich verspreche es. Dann habe ich schon ein paar Monate ein Sachbuch auf meinem Sub, nämlich 12 Zimmer für sich alleine. Das ist quasi eine Weiterentwicklung von Virginia Woolfs Ein Zimmer für mich allein. Wie heißt denn das Buch im Original? Aber auf jeden Fall das Virginia Woolf Buch, in dem sie darüber schreibt, wie es Frauen ergeht, mit den Mitteln, die sie haben, warum Frauen keine erfolgreichen Schriftstellerinnen sein können, weil sie gar nicht das Geld haben, um sich dem Schreiben zu widmen, weil sie noch nicht einmal einen Raum haben, in dem sie schreiben können, weil sie Mütter sind, weil sie Kinder zu versorgen haben, weil sie für ihren Mann da sein müssen. Und dieser Gedanke wird hier von 12 Schriftstellerinnen aufgenommen, von denen ich von einigen tatsächlich auch noch nie was gelesen habe. Vielleicht ist das dann ein Projekt für danach, weil wenn ich jetzt hier so durchgehe, kenne ich tatsächlich nur Bücher von zwei, nämlich Margaret Atwood und Elena Ferrante. Gut, bis dahin möchte ich mich erst einmal mit diesem Buch beschäftigen, weil es halt wirklich richtig, richtig spannend klingt. Mir hat das Virginia Woolf Buch gut gefallen. Stand das nicht sogar auf meiner 23 für 2023 Liste?
Ja, vielleicht entwickeln wir das Ganze dann zu einer Serie weiter und in 2025 lese ich all diese Autorinnen. Bis dahin erst einmal 12 Zimmer für sich allein. Und das letzte Suchbuch, was ich auf jeden Fall lesen möchte, habe ich von meiner Schwester auswählen lassen, denn ich habe ihr ein kleines Emoji-Quiz geschickt, für das ich einige Titel in Emojis umgewandelt habe. Und sie hat sich für Opas Eisberg entschieden, was ganz gut ist, weil dieses Buch ja relativ kurz vor einem Unhaul steht, weil auch das einfach schon seit Ewigkeiten auf meinem Sub auf mich wartet. Es geht um Stefan Ort, der den Spuren seines eigenen Großvaters folgt, denn dieser hat eine Expedition durch Grönland mit dem Hundeschlitten gemacht. Und weil er so beeindruckt ist davon, dass sein Vorfahre so abenteuerlustig ist, versucht er diese Route eben nachzuempfinden und gerät dabei an seine Grenzen. Der Autor hat verschiedene andere Bücher geschrieben, die ich wirklich richtig mag. Von ihm sind die Couchsurfing-Bücher, die ich euch sehr empfehlen kann und ich hoffe, dass dieses mir jetzt auch gefallen wird. Damit sind wir in der nächsten Kategorie angekommen, nämlich der Kategorie Empfehlung. Das heißt, in dieser Kategorie habe ich 4 Bücher versammelt, die mir von anderen Personen empfohlen wurden und die ich dann in 2023 angehen möchte. Das erste ist Ein Baum wächst in Brooklyn von Betty Smith. Das ist mir empfohlen worden, als ich im Herbst einen Buddy Read gemacht habe. Und tatsächlich habe ich hiervon nicht viel gehört, aber wenn, dann nur gute Dinge. Es geht um die 11-jährige Francie, die am liebsten in einem großen Baum sitzt, Pfefferminzbonbons lutscht und ein Buch nach dem anderen verschlingt. Um sie herum brummt das Leben in den Mietskasernen von Williamsburg des noch jungen Jahrhunderts. In der Luft liegt die Verheißung auf ein besseres Dasein. Denn so sehr Francie auch das Hier und Jetzt zu genießen weiß, sie will mehr vom Leben. Sie ist wissbegierig und klug und schon bald lässt sie ihre ärmliche Herkunft hinter sich, um endlich das zu werden, was sie aus tiefstem Herzen sein will. Eine Schriftstellerin. Ist ein richtig schönes Cover und ich bin super gespannt auf dieses Buch. Dann möchte ich Lockwood & Co. von Jonathan Stroud lesen, von dem ich, glaube ich, auch noch nie ein Buch gelesen habe. Das hier ist Teil 1, die seufzende Wendeltreppe. Und vielleicht komme ich dann auch dazu, die Serie, die ja auf diesen Büchern basiert, zu schauen. Wobei ich da sehr vorsichtig bin, weil das nehme ich mir regelmäßig vor und Serien sind halt auf der Prio-Liste immer relativ weit hinten. Hier ist auf der Rückseite nur eine Leseprobe. Im Inneren gibt es aber eine Inhaltszusammenfassung. Es geht um London, England und in den Straßen geht nachts das Grauen um, unerklärliche Todesfälle und Geisterwesen. Überall im Land haben sich sogenannte Agenturen gebildet, die mit ihren jugendlichen Agenten in den heimgesuchten Häusern Austreibungen vornehmen. Oh Gott, das klingt ein bisschen gruselig. Hochgefährliche Unternehmungen, bei denen sie, obwohl mit Bannkreisketten, Degen und Leuchtbomben ausgerüstet, nicht selten ihr Leben riskieren. So auch die 3 jungen Agenten von Lockwood & Co. Das Team um den charismatischen Anthony besteht aus dessen akribischen Kompagnon George und seit neuestem der für Geisterscheinungen hochsensiblen Lucy. Klingt abenteuerlich, klingt ein bisschen geisterhaft, klingt nach etwas, was hoffentlich richtig viel Spaß macht und das ist Nummer 2. Nummer 3 ist ein Terry Pratchett-Buch, das habe ich schon in meinem Hexen-Video erwähnt, weil es ist mir im Prinzip auch schon da vorgestellt worden und Terry Pratchett und ich haben eine relativ schwierige Beziehung, aber noch gar nicht allzu viel Kontakt zueinander gehabt. Ich habe ihn nur in meinem Kopf inzwischen zu einem Autoren gemacht, der schwierig für mich ist und das ist total ungerecht, weil dafür habe ich wirklich nicht genug gelesen von der Scheibenwelt. Es geht in diesem Buch Kleine freie Männer um eine Feenkönigin, die Dinge stiehlt und auch Kinder entführt. Und als der kleine Will Wall in ihre Finger gerät, bricht seine Schwester, die Nachwuchshexe Tiffany, mit ihren kampfeslustigen, winzigen, blauhäutigen, tätowierten, rothaarigen Begleitern zu einer Reise ins Feenland auf. Ich gebe damit Terry Pratchett eine neue Chance. Ich lese damit ein Hexenbuch. Das kann eigentlich nur funktionieren. Und dann habe ich noch ein Thriller-Mystery-Buch auf dieser Empfehlungsliste, nämlich Die Bucht, die im Mondlicht versank von Lucy Clark. Hier geht es um Jacob, der sich von seiner Mutter Sarah verabschiedet, um zu einer Strandparty zu gehen. Da ist alles wie immer, am nächsten Morgen aber nichts mehr so, wie es mal war, denn Jacob ist verschwunden. Vor genau 7 Jahren verschwand an genau diesem Strand auch Marley, der Sohn von Sarahs bester Freundin ist. Später wurde er tot geborgen, sodass Sarah jetzt verzweifelt nach Spuren sucht und dabei auf viele, viele Fragen stößt. Das ist ein Cover, das von dieser Inhaltsangabe relativ wenig ahnen lässt.
Nichtsdestotrotz wurde mir das vor ziemlich langer Zeit schon empfohlen und jetzt ist die Zeit gekommen, das Buch zu lesen. Die dritte Kategorie sind Serien. Das heißt, entweder Serien weiterlesen oder Serien beenden. Ich habe jeweils zwei für diese Kategorie ausgesucht und in der Sparte Serien fortsetzen haben wir den zweiten Mistborn-Teil von Brandon Sanderson. Da schulde ich euch auch noch ein Video zu, denn das war tatsächlich die Serie, die ihr euch im September, glaube ich, ausgesucht habt, in der ich weiterlesen soll. Und jetzt ist auch endlich die Zeit dafür gekommen. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass das Buch wirklich regelmäßig in der Bücherei ausgeliehen ist. Das heißt, entweder habe ich demnächst Glück oder ich muss es mir einfach zulegen, um dann eben weiterzulesen in dieser Serie, dessen erster Band mich auf der einen Seite total begeistert hat und auf der anderen Seite irgendwie erschreckend unaufgeregt war, weshalb ich hoffe, dass hier das Tempo ein bisschen Fahrt aufnimmt und ich tatsächlich auch sehr gespannt darauf bin, wie ich damit umgehe, dass die Hauptfigur aus Teil 1 keine größere Rolle mehr spielt, ohne jetzt weitere Details zu verraten. Denn die mochte ich tatsächlich ziemlich gerne. Eine weitere Serie, die ich fortsetzen möchte, ist Adventures on Trains. Da habe ich den ersten Teil dieses Jahr gelesen. Da geht es um Züge, wenig überraschend. Und es geht um Harrison, der im ersten Teil mit seinem Onkel eine Zugfahrt gemacht hat und dabei einen Diamantenraub aufgeklärt hat. Und dieses Mal ist er mit seinem Onkel im California Comet, der die Route von Chicago nach San Francisco fährt. Er trifft auf Marianne, das ist die Tochter eines Billionärs und die verschwindet, sodass er versucht, dieses Rätsel zu lösen. In 2024 kommt der siebte und letzte Teil der Bergman Brothers Serie von Chloe Lees heraus, Only and Forever. Wir haben sehr lange auf diesen Teil gewartet. Wir werden sehr, sehr viele Geheimnisse in diesem siebten Romance-Buch lösen, aber ansonsten Viggo begleiten. Das ist einer der vielen, vielen Geschwister der Bergman-Serie und damit kommt diese Serie zum Abschluss. Ich habe eine Leseprobe letztens gelesen, das heißt, man weiß schon, wie das weibliche Love Interest heißt. Aber ich bin ganz gespannt darauf. Das ist so eine Romance-Serie, die mir wirklich viel bedeutet und wie sich das anfühlen wird, wenn die dann ihren Wrap-Up bekommt. Und eine weitere Serie, die ich nächstes Jahr beenden möchte, ist das Klimaquartett von Maya Lunde. Ein Traum von einem Baum steht hier an Teil 4 als letzter Teil noch offen für mich. Und ich bin so ein bisschen zögerlich, weil ich nicht so wahnsinnig viele begeisterte Stimmen zu diesem Buch gelesen habe. Das Klimaquartett erzählt Geschichten auf verschiedenen zeitlichen Ebenen, die sich immer mit einem Thema beschäftigen, sodass man halt ganz viele verschiedene Perspektiven darauf bekommt. Und offensichtlich ist der letzte Teil ein bisschen zu lang für das, was er erzählt. Das habe ich zumindest in einigen Rezensionen gelesen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich darauf, hier wieder einige wertvolle Inspirationen zum Thema Klima und Natur zu bekommen. Und deswegen werde ich dieses Buch 2024 lesen. Die nächste Kategorie sind Klassiker, denn ich habe zwar jetzt zum Ende des Jahres 2023 noch einige aufgeholt, sonst aber letztes Jahr gar nicht so viele gelesen und deswegen habe ich auf jeden Fall jetzt 4 auf einer festen Leseliste. Das erste ist von Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray. Das ist eine Geschichte, die man kennt. Es geht um einen jungen Mann, der ein Porträt von sich selber hat und alles Schlechte, was er tut, verändert nicht ihn, er bleibt für immer jung und schön, wie er ist, aber sein Bild fängt an zu verrotten mit all dem Schlechten, was er tut. Soweit so bekannt. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Geschichte auflöst und ich bin sehr gespannt auf das Originalbuch. Dann habe ich Von Mäusen und Menschen von John Steinbeck ausgesucht, denn das ist mir auch von euch empfohlen worden, als ich verschiedene Optionen gesammelt habe von der Rory Gilmore-Liste, die von einem Nobelpreisträger geschrieben wurden. Und hier geht es um den bärenstarken, aber geistig zurückgebliebenen Lenny, der mit George durchs Land zieht, um als Erntehelfer ein paar Dollar zu verdienen. Ihr großer Traum ist es, sich auf einer eigenen Farm zur Ruhe zu setzen und Kaninchen zu züchten. Doch Lennys Bedürfnis, junge Hunde, Mäuse und andere kleine Tiere zu streicheln, bringen die beiden in Schwierigkeiten. Auf der Suche nach neuen Jobs verflucht George seinen Gefährten Lenny, bringt es aber nicht übers Herz, ihn alleine zu lassen. Und als Lenny beginnt, die Frau des Gutsbesitzers zu streicheln, ist das Unheil vorprogrammiert. Ja, bin gespannt.
Dann habe ich ein neues Buch, das von einem Geburtstagsgutschein bei mir eingezogen ist. Denn diese Ausgabe von Schöne neue Welt von Aldous Huxley ist wirklich gerade erst bei mir eingezogen. Das ist eine illustrierte Sonderausgabe. Ich versuche gerade mal ein Bild zu finden. Dieses hier ist ein Schmuckstück und steht auf meiner Liste drauf, denn das ist mir von Anni empfohlen worden, auch ein Teil der Rory Gilmore-Liste, einen Teil, den sie schon gelesen hat und ein Klassiker, von dem sie sagt, über den denkt sie heute noch nach. Ich gehöre zu denen, die es nicht in der Schule gelesen haben. Das heißt, ich bin sehr gespannt darauf, was dieser, einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts, zu erzählen hat. Es geht um einen heimtückisch-verführerischen Aufriss unserer Zukunft, in der das Glück verabreicht wird in Form einer Tablette. Es ist die beste aller Welten, bis einer von außen kommt und einen Abgrund aus Arroganz und Verzweiflung entdeckt. Es ist also mehr eine Utopie als eine Dystopie, zumindest von dem, was ich hier hinten drauf lese. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall ist das eines von den Büchern für 2024. Und als letztes habe ich von George Orwell Farm der Tiere, denn diese wunderschöne Ausgabe aus dem Nicol Verlag ist der Beginn meiner Nicol Verlag Sammlung. Und tatsächlich auch so ein Science-Fiction-Dystopie-Satirewerk, das ich gerne lesen möchte, das damit auch ein angemessen kurzes Buch ist. Und damit mein zweites George Orwell-Buch, weil ich bisher nur 1984 kenne. In der fünften Kategorie sind wir bei Neuerscheinungen für 2024 angekommen, also jede Menge Bücher, die ich noch nicht habe, aber bekommen werde, sobald sie herauskommen. Und Nummer 1 ist der nächste, sechste Teil der originalen Percy Jackson-Serie, auf den ich mich so sehr freue und vor dem ich so große Angst habe, nachdem mir die letzte Erweiterung des Percy Jackson-Universums diesen Herbst ja nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber wir sind hier wieder bei unserem Kern-Trio angekommen. Wir verbringen Zeit mit Percy, Annabeth und Grover. Es soll ein richtiges Low-Stakes-Abenteuer sein. Der Kelch der Götter ist der Titel dieses Buchs, kommt im März heraus. Ich bin mega gespannt. Dann gibt es einen weiteren Serienabschluss, das heißt, wir haben ja einige Crossover in den Kategorien, aber in 2024 kommt Teil 4, Defiant, von Brandon Sanderson heraus, der damit auch wieder der am häufigsten vertretene Autor auf dieser Liste ist. In der Serie geht es um Spencer, die ersten drei Teile waren Skywards, Starsight und Cytonic. Cytonic war tatsächlich auf meiner 23er-Liste drauf. Jetzt ist der vierte Teil an der Reihe, der Abschluss der Serie. Und ich habe bisher, Gott sei Dank, nur Positives gehört. Wobei mir Teil 3 auch gefallen hat im Vergleich zu vielen anderen. Von daher, ich bin super, super gespannt auf diese Serie und freue mich auf dieses Buch. Ich glaube, das kommt auch im März raus. Dann haben wir Funny Story von Emily Henry, ein neues Emily Henry-Buch, über das ich tatsächlich fast nichts weiß. Das war so ein richtiger No-Brainer, dass ich dieses Buch vorbestellt habe und auf diese Liste gesetzt habe. Und jetzt überlege ich gerade, ich glaube, das Percy Jackson-Buch kommt im Mai heraus, weil die können nicht alle im März herauskommen. Ich glaube nämlich auch, dass Funny Story im März oder April rauskommt. Es wird auf jeden Fall ein Frühjahr voller guter Bücher. Genau wie die vierte Ergänzung für diese Liste, nämlich Yellow Face von R.F. Kuang. Das ist ein Buch, das hat dieses Jahr auf Englisch seine Runden gedreht und das haben auch viele deutsche Leser schon im Original gelesen. Es geht um eine Autorin, die sich das Werk einer verstorbenen Freundin aneignet und für ihr eigenes ausgibt, womit wir uns auf vielen verschiedenen Wegen den Ungerechtigkeiten und vielleicht verqueren Strömungen der Verlags- und Literaturwelt nähern. Denn es geht auch um eine Beobachtung von Rassismus und ich bin super gespannt darauf, ob ich mich auch bei den 5-Sterne-Lesern ankommen werde, denn bisher scheinen alle von diesem Buch sehr, sehr begeistert zu sein. So, wir haben es fast geschafft. Wir haben jetzt noch eine Kategorie, die habe ich einfach mal unter dem Titel Backlist zusammengefasst. Es handelt sich hier um Bücher, die in den vergangenen Jahren erschienen sind oder in 2024 auf der Backlist erscheinen werden, weil sie dann genau gerade im Vorjahr erschienen sind. Und es ist so eine Art random sonstiges Kategorie, denn es handelt sich um einige Bücher, die ich gerne aus der Bücherei ausleihen würde, die auf meiner Büchereiliste schon ziemlich lange draufstehen, ohne dass ich dazu gekommen bin, sie mir auszuleihen und sie auch zu lesen. Und dann ist es ja immer ein guter Move, wenn man sie einfach fest in Leseplänen unterbringt. Das erste ist Im Unterland, eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde von Robert McFarlane. Das ist also ein weiteres Sachbuch für 2024.
Und es geht um eine Entdeckungsreise in die dunkle, überraschende Welt unter der Erde. Der Autor führt uns in Höhlenlandschaften in England und Slowenien, zu einem unterirdischen Fluss in Italien, in den Untergrund von Paris, die schwindende Gletscherwelt Grönlands und zuletzt in einen Stollen für Atomabfälle, der die nächsten 100.000 Jahre überdauern soll. Sein Buch ist viel mehr als eine fantastische Natur- und Landschaftsgeschichte. Eindringlich schildert er das Wechselspiel zwischen Mensch, Natur und Landschaft. Nicht zuletzt als Mahnung, was wir durch unsere Eingriffe zu verlieren drohen. Das heißt, ein Blick in die Natur, wie ich ihn zumindest literarisch noch nicht gemacht habe. Ein weiteres Buch, das sich um den Schaden, den Menschen anrichten, dreht. Und das erste Buch in dieser Kategorie. Das nächste Buch ist Juna und der gefallene Stern von Gracie Kim. Das ist ein weiteres Buch aus dem Rick Riordan Imprint, in dem es um viele verschiedene Mythologien anderer Kulturen geht. Es geht hier um Juna, die schon immer das Gefühl hatte, dass sie nicht wirklich dazugehört, nicht nur, weil sie adoptiert ist, sondern auch, weil sie, anders als der Rest der Familie, keine magischen Fähigkeiten besitzt. Als ihre Schwester Hattie offiziell in den Clan der Gorm aufgenommen werden soll, schmieden die beiden Schwestern einen Plan. Während der Zeremonie wird Hattie einen Teil ihrer Magie auf Juna übertragen. Doch dann passiert etwas, womit keiner der beiden gerechnet hat, und Juna muss ihr Zuhause hinter sich lassen, um ihre Schwester zu retten. Dabei erwarten sie nicht nur ihre größten Ängste, sondern auch ein düsteres Geheimnis aus ihrer Vergangenheit, das das Potenzial hat, alles zu zerstören. Das ist der Auftakt einer Trilogie, womit ich zu den Serien, die ich beende, auch einige hinzufüge, die ich beginne, aber ich habe das wirklich schon so lange auf meiner Liste, war so begeistert davon, dass das in meiner Bücherei in der Kinderbibliothek verfügbar ist, wenn man das Glück hat, dass es gerade dort liegt. Und deswegen bin ich total gespannt darauf, was mir dieses Buch geben wird. In dem Video, in dem ihr entschieden habt, dass ich bei Brandon Sandersons Mistborn-Reihe weiterlesen soll, gab es auch eine Umfrage, welche Serie ich anfangen soll. Und auch dieses Buch habe ich immer noch nicht gelesen. Deswegen wird es an der Zeit, Im Herzen des Imperiums zu lesen. In diesem Buch geht es um eine Botschafterin einer kleinen Raumstation, die im Herzen des Imperiums ankommt, um festzustellen, dass ihr Vorgänger dort gestorben ist. Und obwohl niemand darüber spricht, ist es ein offenes Geheimnis, dass dieser Tod kein natürlicher gewesen ist. Sie versucht also, mehr über die genauen Umstände herauszufinden, doch das ist am Hof des Sozial- und politisch hochkomplexen Reichs ein gefährliches Unterfangen, und wenn sie nicht ihr eigenes Leben und das Schicksal ihrer Heimat gefährden will, muss sie sich jeden Schritt genau überlegen. Auch das ist ein Science-Fiction-Buch, und ich glaube, damit wird das Jahr von Annis Ausflügen in die Science-Fiction-Welt. Ich bin echt gespannt auf dieses Buch, auch wenn ich noch keine wirkliche Ahnung habe, wie weit diese Verschwörungen reichen. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Teile diese Serie hat. So, wir sind beim 24. Buch für 2024 angefangen. Das ist tatsächlich das, was man nur ganz, ganz, ganz knapp als Backlist-Buch bezeichnen kann. Denn auf Deutsch ist es gerade erst erschienen. The Charm Offensive von Alison Cochran. Und das ist so ein Buch, über das ich schon sehr, sehr lange nachdenke, es zu lesen, von dem ich wirklich nur tolle Dinge gehört habe. Es geht hier um einen Produzenten von einer Casting-Show, einer Liebes-Casting-Show, vielleicht sowas wie der Bachelor. Und es geht um Charlie, der ein Prince Charming ist, der nicht ganz in das Bild hineinzupassen scheint. Er ist sehr steif vor der Kamera, er ist sehr verängstigt, wenn es um den Kontakt zu Frauen geht, und so versucht der Produzent, ihn quasi ein bisschen zu unterstützen. Während die beiden also sehr viel Zeit miteinander verbringen, stellen sie fest, dass sie sehr viel mehr Chemie haben als Charlie mit all den Frauen, die er eigentlich daten soll. Was nach einem wirklich spannenden Twist in dieser Welt des Glanz und Glamours und Scheins klingt. Und eines von diesen Büchern ist, was ein bisschen Spaß und Freude und ehrlicherweise auch Tränen mit sich bringen wird, wenn ich an die Rezensionen von anderen Leserinnen und Lesern denke. Das ist also meine Auswahl an Büchern, und ich bin total gespannt darauf, welche von denen ihr schon kennt, welche ihr besonders empfehlen würdet. Mit welchem Buch von diesen ganzen soll ich denn vielleicht anfangen? Lasst mich das sehr gerne wissen. Erzählt mir in den Kommentaren auch sehr gerne, ob ihr auch Listen gemacht habt. Vielleicht keine 24 für 24, aber 12 für 24, und welche Bücher auf euren Listen so stehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, und ich wünsche euch frohe Weihnachtstage, ein wunderbares Fest mit euren Lieben, und wir sehen uns
dann wieder, wenn sich das Jahr zum Ende neigt, um nochmal einen Blick darauf zu werfen, was in 2023 denn alles so an Büchern über meinen Weg gelaufen ist. Habt viel Spaß beim Lesen, habt wunderbare Festtage und wir sehen uns bald wieder.